Ja, guten Tag. Mein Name ist Ulrich Blahack und ich darf Ihnen heute über die recht nahe Zukunft der konvektiven Vorhersage auf der Kurzfriststskala am DWD berichten. Und zwar ist es ja so, im Zuge des Klimawandels erwarten wir ein verstärktes Auftreten von sommerlichen konvektiven Starkniederschlagsereignissen. Und dadurch motiviert arbeitet der DWD gerade in einem großen Forschungs- und Entwicklungsprojekt daran, seine grundlegenden Vorhersageverfahren so zu ertüchtigen und zu verbessern, dass man eine möglichst bruchfreie Vorhersage von null, also von der Beobachtung bis zu ungefähr 12 Stunden erreichen kann. Und da sind wir dann beim SINFONI, bruchfrei Seamless Integrated Forecasting System. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was haben wir denn für diese Zeitskala bisher am DWD für Verfahren? Da ist zum einen unser Nowcasting-Verfahren. Hier sehen Sie eine Beobachtung, Radarreflektivität, Film. Verglichen mit einer Nowcasting-Vorhersage. Sie sehen, dass das Nowcasting im Wesentlichen die Strukturen, die es detektiert wurden, halt transportiert. Dadurch, das ist ein rein deterministisches Verfahren. Es ist dadurch sehr billig, sehr schnell nach Termin verfügbar und wir können alle 5 Minuten neue Vorhersagen rechnen. Auf der anderen Seite, für den Zeitbereich 2 bis 12 Stunden, haben wir unsere numerische Wettervorhersage. Hier sehen Sie, dass insbesondere am Anfang in der Vorhersage die Zellen häufig am falschen Ort sind oder zu viel, zu wenig, das kennt jeder Vorhersager. Aber im weiteren Verlauf verhalten die sich recht realistisch, sie clustern, das können auch sich mal Zellen neu bilden. Also sieht realistischer als das Nowcasting aus. Derzeit haben wir ein deterministisches Modell und ein Ensemble auf der 2,2 Kilometer Maschenweite am Start. Das ist aber ein sehr teures Verfahren natürlich. Dadurch sind die Vorhersagen erst nach 1 bis 1,75 Stunden im Ensemble nach Termin verfügbar und wir rechnen neue Vorhersagen auch nur alle 3 Stunden. Bisher gibt es zwischen den beiden Verfahren keine gemeinsamen Produkte und insbesondere, das sehen Sie schon an diesen Filmen hier, wenn Sie versuchen, den Nowcasting-Film in den Radarfilm zu überblenden, das wäre die einfachste Möglichkeit der Kombination, da werden Sie keinen bruchfreien Übergang hinkriegen. Deshalb haben wir uns überlegt, dass wir ein System brauchen, das in diese Richtung geht. Das haben unsere App-Entwickler schon relativ gut dargestellt. Wenn Sie in unserer Wetter-App in der Niederschlagsseite von der Vorhersage in das Modell überblenden, dann sehen Sie so einen Slider, der sozusagen bei festgehaltener Zeit die Nowcast-Lösung nach 2 Stunden in das Modell überführt. Und da sieht man eben, dass das manchmal mehr oder weniger schlecht passt. Also wir wollen eben Nowcasting und Kurzfrist NWV so verbessern, dass dieser Bruch kleiner wird. Dazu haben wir uns eine Grundidee und ein Konzept für das Symfony-System überlegt. Das kann man am besten anhand eines Scoreplots zeigen. Nehmen Sie irgendeinen Verifikationsscore für konvektive Zellen, 1 wäre gut, 0 wäre schlecht. Dann würde das Nowcasting ungefähr so aussehen. Am Anfang ist es sehr gut, es startet von den Daten, aber sobald die Zellen sich neu bilden oder zerfallen, dann wird es sehr schlecht. Das Modell würde hingegen so aussehen, also zum einen sehen Sie, der Start des Modells ist in der Vergangenheit, weil wir ja fast immer mit einem alten Modell arbeiten müssen. Dann ist der Score niedriger. Nach der Datenassimilation am Anfang gibt es ein bisschen ein Spin-up, da müssen Sie die Modellfelder finden. Dann haben wir ein Maximum des Skills, der liegt in der Vergangenheit, aber dann nimmt er eben langsamer ab. Irgendwann gibt es dann einen Schnittpunkt, der liegt je nach Score und Größe zwischen 1 und 3 Stunden bei unseren Modellen. Genau, das ist der Ausgangspunkt. Jetzt wollen wir die Einzelverfahren verbessern, hatte ich gesagt, im Nowcasting. Muss man zunächst sagen, wir reden hier von radarbasiertem Niederschlags-Nowcasting. Das haben wir zum einen als Flächenfelder auf einem Gitter, also Niederschlagsrate und Reflektivität. Zum anderen haben wir aber auch Zellobjekte, die man eben aus 3D-Radarmessungen detektieren kann. Abgeschlossene Gebiete, hohe Reflektivität, die kann man tracken. Wir wollen diese beiden Verfahren verbessern. Aber wir wollen noch eins draufsetzen. Wir wollen zusätzlich die verbleibenden Unsicherheiten abschätzen, indem wir ein Ensembles generieren. Unsicherheiten wären zum einen Verfahrensparameter, zum anderen aber auch skalenabhängige Vorhersagbarkeit. Also da komme ich gleich noch zu. Und auch speziell bei den Objekten Tendenzen und Zelllebenszyklen. Eine Zelle kann wachsen und wieder vergehen. Auf der anderen Seite wollen wir das Modell verbessern. Wie wollen wir das tun? Zum einen wollen wir den Modellstart näher an die Echtzeit bringen, dadurch, dass wir neue Vorhersagen öfter starten, nämlich stündlich. Das nennen wir Rapid Update Cycle. Dann können wir aber nicht so lange vorhersagen, nur 12 Stunden.
Dann wollen wir, um den Anfangszustand zu verbessern, also den Score hochzubringen, wollen wir neue Datenquellen, die bisher nicht einfließen, assimilieren in unserem Kenda-LETKF-System. Insbesondere Radarvolumendaten, also Radialwind, Reflektivität, Zellobjekte. Dann Meteosat, sichtbare Infrarotkanäle und das ist noch ein bisschen in Kinderschuhen, Blitze. Haben wir dann beide Verfahren verbessert, gibt es einen neuen Schnittpunkt, der hoffentlich oberhalb des alten liegt. Und dann können wir daran denken, die Ergebnisse, die Ensembles beider Vorhersageverfahren über die Vorhersagezeit zu überblenden, zu verschneiden. Das sind dann die kombinierten Produkte. So, kommen wir zum Nowcasting, zu den Einzelverfahrensverbesserungen. Zunächst mal muss man sagen, wir wollen diese beiden Verfahren bis zu 6 Stunden in die Zukunft rechnen. Nicht, weil wir denken, dass nach 6 Stunden noch ein nennenswerter Skill vorhanden wäre, sondern um genügend Zeit oder Luft zum Überblenden in die Modelllösung zu haben. Da haben wir auf der einen Seite unser gitterbasiertes Nowcasting in der Reflektivität oder Niederschlagsrate. Da sehen Sie jetzt von dem Ensemble, das wir generiert haben, mal 3 Member. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass die alle unterschiedlich sind. Bisher wäre das eine Lösung, eine rein deterministische lineare Advektionsvorhersage. Auf der anderen Seite haben wir ein Objektensemble kreiert. Das sehen Sie hier als Beispiel. Hier sieht man für jede beobachtete Zelle ein rot aufgespanntes Schar an möglichen Vorhersagen der Zellgröße. Das sind diese Ellipsen. Blau ist das, was dann tatsächlich aufgetreten ist und schwarz das, was in der Vergangenheit war. Das haben wir neu gemacht, da komme ich noch dazu. Bisher war das auch eine rein deterministische lineare Advektionsvorhersage dieser Ellipsen. Jetzt war, als wir die Ensembles entwickelt haben, war die große Frage, was sind denn Unsicherheiten, die da einfließen könnten? Da hat sich relativ schnell gezeigt, dass dieses Wachstum und der Zerfall von Strukturen, was wir auch Lebenszyklus nennen, ist die größte Unsicherheit und wie kann man die aufprägen? Das war die große Frage. Und was wir hatten, sind statistische Analysen der Vergangenheit. Das kann entweder eine Klimatologie sein oder auch die letzten paar Stunden, und die man benutzen kann. Und wir sind zu folgenden Lösungen gekommen. Zum einen bei dem gitterbasierten Nowcasting konnten wir zurückgreifen auf Erfahrungen anderer Wetterdienste, also Australien, UK Met Office, Meteo Schweiz. Die haben das sogenannte STEP-System am Laufen, Short-Term Ensemble Prediction System. Und das haben wir für uns adaptiert und wir nennen es halt STEPS-DVD. Jetzt, wie funktioniert das? Das möchte ich anhand von einer Beobachtung ausgehend von einem Braunsbach-Event 2016 darstellen. Wenn Sie jetzt dieses Event nowcasten wollen, dann funktioniert das Step so, dass nach und nach die wachsenden und nicht vorhersagbaren Skalen eben aus dem Bild eliminiert werden. Also das bildet die Tatsache ab, dass kleine und intensive Niederschlagsgebiete eben kürzer vorhersagbar sind als die großen. Und wenn man das dann macht durch Skalenglättung und geeignete mathematische Analyse, dann kommt man zu einer Vorhersage des Vorhersagbaren. Das sehen Sie hier. Da werden in der Vorhersage eben die Felder sehr glatt. Also das ist das, was man sicher weiß. Die nicht vorhersagbaren Skalen, die kann man aber jetzt durch mehrere Realisierungen korrelierten Rauschens erzeugen und dadurch jede Realisierung gibt ein Ensemble-Member. Da sehen Sie hier mal ein Beispiel, das wäre jetzt virtuell rausgegriffen, Ensemble-Member 1. Da sehen Sie, dass das Feld nicht glatt bleibt, sondern dass im Lauf der Vorhersage kriselige konvektive Strukturen gebildet werden. Dafür haben wir 20 bis 40 Ensemble-Member. Schaut man sich jetzt den Spread, hier der Interquartilsabstand der Reflektivität gezeigt, an, blau sind niedrige Werte, rot sind hohe Werte, dann sieht man, dass sich der Spread in der Vorhersage dort aufbaut, wo man ihn auch erwartet, nämlich da, wo wir es mit konvektiver Aktivität zu tun haben. Damit sind wir also ganz zufrieden. So, ich springe jetzt zu den Objekten. Wie kann man da einen Lebenszyklus aufprägen? Da stützen wir uns auf eine klimatologische Untersuchung von der Kollegin Katrin Wappler. Die hat Eigenschaften von Zellen als Funktion des Lebensalters untersucht. Hier gezeigt die Zellgröße als Funktion von Lebenszeitklassen. Und da sieht man eben, dass im Mittel über viele Zellen verhält sich die Zellgröße als nach unten geöffnete Parabel, bis sie irgendwann zu einem Ende kommt. Und je länger die Zelle gelebt hat, desto größer ist die Amplitude der Parabel. Aber natürlich, das ist ein Mittel. Im Einzelfall gibt es natürlich eine große Streubreite. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den Lebenszyklus mal mit einer Parabel modelliert für die Objekte und kommen damit zu erfolgender Ensemble-Generierung. Wenn eine Zelle neu entsteht, also wenn wir sie zum ersten Mal sehen,
Dann würfen wir ein breit gestreutes Ensemble von möglichen Parabellösungen und lassen sukzessive mit jedem neuen Beobachtungsschritt einen Ensemble-Kalman-Filter lernen, das Ensemble einzugrenzen. Später, diese Parabel können wir später natürlich durch ein besseres, geeigneteres mathematisches Modell ersetzen. Das ist ja das einfachstmögliche, nicht konstante Verhalten. Den kann man auch von zum Beispiel Umgebungsbedingungen aus der NWV abhängen lassen oder anderen Dingen. Das machen wir zusammen mit einem Projekt am KIT. So, wie sieht das letztendlich aus? Hier sehen Sie mal so einen Film Objekt-Nowcasting-Zelle. Unten sehen Sie in der roten Kurvenschau dieses Objektensemble, das Vorhersage-Ensemble ausgehend von jeder neuen Beobachtung. Wenn der Film von vorne losgeht, sehen Sie, dass das Ensemble eben sehr breit ist. Das kommt gleich. Und im Lauf der Zeit, mit jedem Beobachtungsschritt, lernt der Ensemble-Kalman-Filter, wie er das Ensemble eingrenzen muss, um den bisherigen Verlauf zu modellieren. Und in dem Fall hat es sehr gut gepasst. Es gibt natürlich viele andere Zellen, wo es nicht so gut passt, und daran arbeiten wir gerade. So, jetzt mache ich einen großen Sprung aufs Modell. Ich hatte ja gesagt, wir wollen unsere bisherige NWV durch einen Symfony Rapid Update Cycle ergänzen. Hier ist unsere bisherige NWV mal aufgezeichnet. Die basiert alles auf dem ICON-LAM-Modell. Insbesondere sehen Sie hier unser genestetes ICON-LAM-D2-Ensemble, das bald operationell wird. Da läuft schon die Kender-LETKF-Datenassimilation und macht Vorhersagen alle 3 Stunden bis plus 48. Wir wollen das ergänzen um ein Symfony Rapid Update Cycle Ensemble, also ein gleiches Modellgebiet, gleiches Gitter, aber halt in der Datenassimilation mit den erwähnten zusätzlichen Daten und häufiger gestarteten Vorhersagen und der Kombination der Niederschlagsgrößen mit Nowcasting. Und wir wollen es so machen, dass dieses Modell schon 45 Minuten nach Termin verfügbar ist und nicht erst später. So, jetzt kommt eine weitere Herausforderung. Das ist nämlich eine große Herausforderung mit den 45 Minuten. Wir wollen die Modelldaten auch im Beobachtungsraum präsentieren. Denn, also wir reden da von Reflektivitäten, Objekte, SAT-Kanäle. Warum? Weil das sind natürlich nützliche und häufig verwendete Größen im Warndienst. Und daher wollen wir die Modellergebnisse in diesen Größen darstellen. Dazu benötigt man sogenannte Vorwärtsoperatoren, die den Modellzustand in eine simulierte Messung umrechnen. Wenn man das hat, kann man natürlich toll bruchfreie kombinierte Nowcasting-NWV-Produkte generieren, denn nur wenn ich Reflektivität aus dem Modell kriege, kann ich die mit einer Reflektivität aus dem Nowcasting verschneiden. Darüber hinaus kann ich mit diesen simulierten Daten wunderbar Modellverifikation auf eine andere Art machen, wie wir es bisher schon machen. Im Pilotprojekt konzentrieren wir uns eben da auf die Reflektivität und Objekte, Niederschlagsradio und Menge und den sichtbaren Kanal von Seviri. Das Ganze ermöglicht uns darüber hinaus überhaupt erst, diese neuen Datenquellen zu assimilieren in unserem Localized Ensemble Transform Kalman Filter. Wir brauchen diese Vorwärtsoperatoren, um die Differenz zum Modellzustand messen zu können, um das assimilieren zu können. Wie schaut das aus? Beispiel sichtbarer Kanal von einem Meteosat. Links sehen Sie die Beobachtung, in der Mitte und auf der anderen Seite sehen Sie 2 Realisierungen eines Modellexperiments mit unterschiedlicher Mikrophysik, spielt keine große Rolle. Sie sehen aber, dass die Bilder schon ganz gut aussehen, aber es gibt dezidiert Unterschiede zur Beobachtung und das kann man eben nutzen zur Datenassimilation, Verifikation und so weiter. Der Vorwärtsoperator ist übrigens einzigartig, der ist sehr schnell. Im sichtbaren Bereich, der approximiert die Strahlungsrechnung sehr gut, der hat uns die LMU München mitentwickelt. Wir sind da in Kooperation. Auf der anderen Seite gibt es einen Vorwärtsoperator für Radar. Der simuliert Radarreflektivität und Radialwind und zwar entlang von einzelnen Radarstrahlen von Volumenscans nacheinander. Das kann man nacheinander für zum Beispiel hier 3 Elevationen eines Volumenscans machen. Und man kann es für das ganze Radarmessnetz machen, online im Modell, sodass wir alle 5 Minuten einen Satz an simuliertem Radarmessnetz rausschreiben und weiterverarbeiten können. Hier ist jetzt ein Beispiel gezeigt der Weiterverarbeitung. Ich habe aus den Beobachtungen Volumenscans und den simulierten Volumenscans Composites gemacht und mal nebeneinander gelegt. Und da sieht man, dass das, wenn man genau hinschaut, dass das Modell ganz grob gar nicht so schlecht ist, 2 verschiedene Modellmember, aber dass es natürlich charakteristische Unterschiede gibt, aus denen man jetzt lernen kann, beziehungsweise die man assimilieren kann.
Genau, wenn man das dann tut und das Modell in Experimente macht mit Nowcasting und Modell, dann will man es ja auch miteinander vergleichen. Sie erinnern sich am Anfang an diese Skizze mit dem Scoreplot, den ich Ihnen gezeigt hatte. Wenn man da jetzt mal reale Daten dahinter legt, das waren letztes Jahr unsere letzten Experimente mit dem Cosmo-Modell, jetzt sind wir bei IconLam. Und hier vergleiche ich Fraction Skill Score, das ist ein umgebungsbasierter, also ein Fuzzy-Score, der gewissen Raumversatz noch zulässt. Das ist die Skala, die man hier angibt. Links ist relativ kritische Skala, nämlich 1 Kilometer. Das ist eigentlich keine Raumskala, sondern das ist Gitterpunkt. Rechts ist eine etwas realistischere Skala, wo man dem Verfahren noch was zutraut, 33 Kilometer. Dann hängt der Fraction Skill Score noch ab von einem Reflektivitätsthreshold. Er bewertet die Überschreitung von Thresholds. Oben 25 dBZ, unten 46 dBZ. Und man sieht, die blaue Kurve des Nowcasting startet bei 1, wie es sein soll, fällt dann relativ schnell ab. Dann die zwei Modellrealisierungen, das sind wieder zwei Experimente, tut nichts zur Sache, fallen langsam ab und es gibt diesen Schnittpunkt nach ungefähr 2 Stunden in diesem Score bei dieser Größe. Und so vergleichen wir uns eben Modell und Nowcasting. Sie sehen auch, wir vergleichen das auch schon so, dass wir annehmen, dass unser Modell 45 Minuten älter ist, weil näher an die Echtzeit kommen wir nicht ran. Und wenn man jetzt noch guckt, was das Ensemble für einen Gewinn bringt, da habe ich Ihnen einen Neighborhood Ensemble Probability Score geplottet, der so ähnlich ist wie der Fraction Skill Score, aber noch das ganze Ensemble mitbewertet. Und da kann man sehen, dass die Nutzer durch ein Ensemble und die Information über die Unsicherheit schon auch noch einen Gewinn haben. Genau. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, Entwicklung kombinierter Produkte. Für die Niederschlagsgrößen, also diese einhüllende, das Best of Both Worlds. Unter Kombination verstehen wir zunächst mal vereinfacht ausgedrückt eine optimale Linearkombination von Nowcasting und NWV-Vorhersagen. Das Gewicht ist Funktion der Vorhersagezeit und gegebenenfalls Wettersituation. Die Kombination im gitterbasierten Raum, die machen wir für Niederschlag und Reflektivität. Im einfachsten Fall kann man aus beiden Ensembles zunächst mal Schwellwertsüberschreitungswahrscheinlichkeiten ableiten und dann diese linear gewichten. Man kann aber auch kombinierte Ensemble-Member generieren. Das ist eine relativ große Herausforderung, zeige ich Ihnen gleich noch. Wenn es um die Zellobjekte geht, kombinieren wir folgendermaßen: Für jedes beobachtete Zellobjekt aus dem Nowcasting-Ensemble suchen wir die am besten passendsten Objekte, das können mehrere sein, aus allen Modellmembern des NWV-Ensembles und verschneiden die miteinander. Aus dem Überlapp von diesen verschnittenen Objekten, also das sind Ellipsen im Raum, kann man jetzt Wahrscheinlichkeiten der Anwesenheit von Zellen beispielsweise ableiten. So, wie sieht es jetzt zum Beispiel aus für diese Kombination im gitterbasierten Ensembleraum? Da haben wir eine Methode nach Nerini et al. Von der Meteo Schweiz adaptiert. Hier fungiert das Modell sozusagen als Beobachtung, auf das die Nowcasting-Vorhersage von ihrem Anfangszustand aus schrittweise hingezogen wird. Und zwar machen wir das mit einem Ensemble-Kalman-Filter. Und im Ergebnis kriegen wir raus ein Ensemble an kombinierten Membern, die alle aussehen wie Wetter. Die darf man aber bitte nur in ihrer Gesamtheit interpretieren. Das machen wir für Radarreflektivität und Niederschlag. Hier unten sehen Sie mal 3 Member. Wenn man das jetzt vergleicht mit der tatsächlichen Beobachtung, die aufgetreten ist, sieht man, dass die Ensemble-Member am Anfang mit der Beobachtung starten und dann relativ schnell zu etwas anderem konvergieren. Das wäre in dem Fall die Modelllösung. Genau, damit bin ich auch schon am Ende. Zur Zusammenfassung: In unserem Fall, Seamless ist von Minuten zu Stunden, Entschuldigung. Derzeit haben wir das große Entwicklungsprojekt Sinfonie Forschung im DWD am Laufen, wo wir eben die grundlegende Entwicklungen für beide Vorhersageverfahren, Niederschlags Nowcasting und Kürzestfrist NWV machen, um die näher aneinander dran zu bringen. Der Fokus liegt zunächst auf stark Niederschlag sommerlicher Konvektivereignisse. Unsere Kundenzielgruppen ist unser DWD-interner Warnprozess natürlich und zum anderen die Hydrologie, das Hochwasserwarnwesen. Wir haben erste kombinierte Produkte aus Nowcasting und NWV-Ensembles entwickelt in den Größen Niederschlag, Reflektivität, konvektive Zellen. Genau, und damit der Status ist, wir haben diese Prototypen und nun treten wir ein in eine Konsolidierungsphase und eine schrittweise Einführung bis 2023. Parallel dazu gibt es natürlich weitere Forschung und Entwicklung an den Verfahren. Und wenn Sie noch mehr wissen möchten, wir haben eine Webseite www.dwd.de/sinfonie, da gibt es noch mehr Informationen über das Projekt.
Damit bin ich am Ende und danke für die Aufmerksamkeit.